Meinst du sofort? Wann denn sonst? Mensch, Hans, ich weiß nicht, ob ich das noch lange durchstehe. Also mach's jetzt gleich. Du hast doch einen Schlüssel zu meiner Wohnung. Ja. Wenn du da reinkommst, steht da an der Wand der große Schrank. Schieb den zur Seite. Schaffst du das? Dann siehst du die Tür zum hinteren Zimmer. Ich will, was in diesem Zimmer ist. Hast du es verstanden? Ja, ja. Ich wusste ja gar nichts von diesem Zimmer. Ja, worauf wartest du denn noch? Ja? Ich wollte in die 22. Ich muss da was rausholen, aber der Schlüssel passt nicht. Und wer sind Sie? Hans Petermeier. Die Wohnung gehört meinem Papa, meinem Vater. Und dem geht es sehr schlecht, deshalb konnte er nicht kommen. Deshalb. Ja. Ich habe das Schloss austauschen lassen. Es ist auch nichts mehr drin, was Sie noch brauchen. Was ist los? Sie sehen nicht gut aus. Nein, nein, da muss doch was drin sein. Also ich habe alles ausgeräumt. Ja? War ja keiner da, der sich drum gekümmert hat. Auch Sie nicht. Ihr Vater hat da einen Saustall hinterlassen. Also tschüss. Papa? Ja, ich weiß, aber
Nein, habe ich noch nicht. Ja, mache ich gleich morgen. Schon wieder. Ich würde gerne mit dem Hausmeister sprechen. Was? Kommen Sie wieder wegen der Wohnung? Ja. Woher wissen Sie das? Na, Sie sind vielleicht ein komischer Typ. Sie haben mich doch gefragt. Stimmt was mit Ihnen nicht? Wissen Sie, ich kann Ihnen nichts anderes als gestern sagen. Ja, ja. Wegen der Wohnung. Damit fangen wir erst gar nicht an. Nein, 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 ich wollte... Ich glaube, Sie gehen jetzt besser. Moment! Nicht reingekommen. Die haben das Schloss ausgewechselt. Ich habe echt alles versucht, Papa. Na toll. Stellt sich wieder mal saudämlich an. Du musst da rein, Hans! Was? Was ist denn da so Wichtiges drin? Ich mach das nicht. Was hast du gesagt? Ich mach das nicht, das habe ich gesagt. Sag mir, was da drin ist. Wie redest du denn mit mir? Ich lass mich nicht rumschicken und weiß nicht warum. Da sucht dir jemand anderen. Hans, du bleibst da. Hans! Thank you.
noch viel besser aus.